Möchtest du wissen, wie man in MATLAB Plots erstellt, einfache Grafiken, dann bist du hier genau richtig. Also die Grundlagen möchte ich dir kurz einmal vorstellen. Und zwar die Auswahl an Plotmöglichkeiten. Dann gehen wir einfach hier oben auf den Reiter Plots. Dann hast du hier eine große Auswahl, alles von den möglichen Darstellungsformen, die du hast, bis zur Darstellung von Graphen und irgendwelchen dreidimensionalen Plots, irgendwelche Matrizen von verschiedensten Plots. Ich möchte mich jetzt aber erstmal darauf beschränken, nach einer kurzen Einführung einfach solche Plots zu beschreiben. Gut, klar, was, wenn ich jetzt solche eine Pi3 eingebe und übergebe dem jetzt einfach mal ein Datenfeld 1,2,3, dann hast du so ein Kuchendiagramm, was sich dann automatisch erstellt. Also jetzt hier sind die Zahlen 1, 2, 3, sind zu 100% dargestellt. Solche Möglichkeiten gibt es, oder dass du jetzt mal, du hast ein Datendesign jetzt gegeben, also vielleicht 100 Daten, 1, also zufällige gleichmäßig verteilte Zahlen D, und die möchtest du jetzt gerne in einem Histogramm plotten. Histogramm. Und dann übergeben wir das D, dann ist die Standardeinstellung, dass du nun gerade solche 5 Bins erhältst, indem jetzt das gezählt wird. Und wir hatten ja 100 Daten, und von 0 bis 02 habe ich ja gerade hier dementsprechend 22, in dem Bin sind es 19. Dann habe ich hier meine 22, in der Summe ist dieses, was ich jetzt ergebe. Also dann gibt man, wenn man die Zahlen jetzt nur haben möchte, kann man Hist Counts eingeben, D, und das mit den Standardanwendungen. Also gerade das sind die Zahlen, die jetzt hier die Höhe vorgibt. Und das Ganze kann man natürlich jetzt auch noch hochtreiben, wenn ich also jetzt hier vielleicht mal 200 hatten wir jetzt, nämlich mal 4. Und lass mir das jetzt als Histogramm plotten. Dann sehen wir jetzt hier, ja, es nähert sich so etwa einer, dass alle Höhen ungefähr gleich sind. Und das, wenn wir das jetzt hier mal einfach da rein verteilen. Jetzt möchtest du aber nicht nur jetzt, wovon hängt jetzt die Anzahl eigentlich ab? Die ist ja jetzt verschieden gewählt. Jetzt gehen wir dazu über und sagen, okay, ich möchte halt gerne jetzt Linspace mir jetzt vorgeben, also von 0 bis 1. Und das sind jeweils die Grenzen, die ich vorgebe. Und das sollten genau 10 Stück sein, also muss ich 11 Grenzen haben. Und wenn ich das jetzt plotte, jetzt habe ich genau hier 11 Punkte, das waren die Grenzen, die ich vorgegeben habe, und deswegen ist gerade von 0 bis 0,1. Und wenn ich jetzt dazu übergehe und sage, okay, ich mache hier mal, naja, was nehmen wir mal, 7, dann dauert es jetzt einen kleinen Eindruck, und da, naja, wunderbar, jetzt haben wir das hier 10 mal 10 hoch 5, also gehen wir jetzt immer, wie viel haben wir hier, naja, ein bisschen den Wert, also es schwankt halt, und so kann man halt auch Histogramme plotten. Jetzt muss ich hier nicht nur irgendwelche Linspace, sondern könnte auch selber mir jetzt meine Grenzen vorgeben, und gut, am einfachsten wäre natürlich jetzt 0 und 1, aber ich könnte mal sagen 0,7 und verteilen, mache einfach nur diese Aufteilung. Dann habe ich halt von 0 bis 0,7. Wie viel sind es jetzt hier? 6, irgendwie ganz viele, 6, 9 oder 9 ganz viele. Und hier habe ich dann die restlichen, die ich dann erhalte. Also so kann ich auch die Grenzen selber eingeben. Aber das möchten wir jetzt gar nicht betrachten, sondern ich möchte mich auf folgende einfachen Plots beschränken. Dazu bastel ich aber mein Feld hier ein bisschen um. Das brauche ich nicht, und das brauche ich, das schieben wir da hinten hin, da drunter. So, und jetzt haben wir zwei Größen, die wir so betrachten können. Ich kann das jetzt hier löschen, oder könnte jetzt hier auch CLF eingeben, also Clear CLF. Die aktuelle Grafik, die ich gerade oben hatte, dann werden alle Inhalte gelöscht. Aber ich werde da später nochmal drauf zurückkommen. Ich erzeuge mir jetzt einfach mal gewisse Daten. Nehmen wir mal Temperatur. Das seien jetzt mal 20 plus, sagen wir mal, normal verteilt. Der Monat hat 31 Tage. Das sei jetzt meine Wunschtemperatur an Daten, die ich vorgebe. Und dann nehme ich ein D. Das sei der Tag von 1 bis 31. Und jetzt plotte ich gerne einmal, D ist meine X-Variable, die Temperatur ist meine Y-Variable, und das ist das
Ergebnisse jetzt normal verteilte Temperaturen, die so ein bisschen schwanken um meine. Ah, ich wollte gar nicht, wollte jetzt hier normal verteilt haben, so. Und um meine 20 Grad herum. Das wäre so die erste Darstellung, aber um jetzt klar anzudeuten, dass wir eigentlich keinen Polygonzug haben, sondern wir haben nur 31 Daten, sollte man das jetzt auch andeuten. Und jetzt kann ich hier variieren, gewisse Marker zu verwenden, zum Beispiel jetzt Quadrate S für Square. Und das, was ich jetzt erhalte, wären nur die Punkte, aber da sehe ich jetzt vielleicht doch wieder nicht den Verlauf, so dass ich eigentlich Punkte haben möchte, die durch einen Linienzug verbunden sind. Okay, das ist so eine Darstellung. Da kann ich jetzt sehen, okay, gewisse Daten, die sich vielleicht zeitlich entwickeln, ist also nicht nur ein Punktehaufe, das ist also eine gewisse zeitliche Entwicklung. Das würde ich jetzt direkt erkennen, intuitiv. Und mit den Punkten sehe ich, dass das eigentlich die Datenpunkte sind, die ich gemessen habe. Welche Auswahl ich jetzt an Markern oder Linienzüge habe, ist, dass wenn man jetzt unter Help Plot sich das Ganze anschaut, hat man zumindest jetzt mal so ein Beispiel. Okay, jetzt sieht man hier Plot und jetzt minus minus RS. Hier hat man zumindest gewisse Größen, aber man erhält noch mehr Informationen, dass wenn man das Ganze jetzt über Doc aufruft und in Doc relativ, wenn man hier so ungefähr in der Mitte, wie ich jetzt mit dem Scroller gesehen habe, erhält man dann die Marker, Auswahl an Markern, die man hat. Also typische Marker sind so X und Punkt und Stern und Plus und ein O für einen Kreis, aber genauso gut auch ein S für Square, Diamond, Upwards, Downwards, Triangle, Left, Right, ein P für ein Pentagramm oder ein Hexagramm. Also hier hat man eine große Anzahl, als auch bei den Farben, die man auch variieren kann. Viele sind kanonisch, bloß worauf man achten sollte, dass halt das B für Blue steht und Schwarz ist wie Kohle, also Carbon. Nehmen wir einfach das C, das K, weil das C jetzt wieder natürlich belegt ist für Sign. Gut, also das sind so die Farbmöglichkeiten, die man hat, die wir jetzt hier auch einstellen können. Und wenn ich mir jetzt nochmal meinen Plot ansehe, den ich jetzt in der Form hatte, dann gehen wir hier in dem Befehl auch gleich mal die Farbe, die wir jetzt vorgeben. Carbon wollten wir haben und dann haben wir das Ganze jetzt in Schwarz geplottet. Oder, das ist vielleicht nicht so schön, also Rot ist doch immer ganz, ganz nett, was man da macht. Jetzt möchtest du vielleicht die Marker und die Linien in unterschiedlichen Farben plotten, dann ist es einfach eine Möglichkeit, immer dieses Triplet aus X-Wert, Y und dann einem möglichen, wenn man nicht die Standardeinstellungen nimmt, jetzt Farbe als auch Linientyp, können wir einfach wiederholen und das sei jetzt dieses Square in Rot. Und jetzt nehmen wir hier den Linienzug in Grün vielleicht. Und wenn ich das jetzt mache, habe ich da auch unterschiedliche Farben jetzt. Also ich habe so eigentlich zwei verschiedene Datensätze, sonst also sowohl die Punkte als auch die Linien. So muss ich das halt angehen. Die Reihenfolge, in der jetzt die Farbe als auch der Markertyp bzw. Linientyp eingeht, ist egal. Also ich könnte jetzt hier zusätzlich auch noch weil hier ist ja noch kein Linientyp angegeben bei diesem Datensatz. Dann könnte ich natürlich neben dem Quadrat auch noch einen Doppelpunkt eingeben für den Linientyp. Und wenn ich das jetzt hier mal, dann müsste ich, dann vielleicht mal diesen Datentyp mir zum 1 verschiebe, damit man das auch genau sieht. Also dieses Datum verschiebe ich um 1. Und dann sieht man hier jetzt auch, dass ich da auch unterschiedliche Linientypen verwenden kann. Also hier immer, ich habe einen Marker, einen Linientyp und auch eine Farbe. So kann ich das angehen. Aber ich kann auch, wenn ich hier die Farbe jetzt nicht habe und dann nur den Markertyp, dann kann ich auch am Ende nochmal hergehen und sagen, okay, Color. Und jetzt beschreibe ich natürlich für alle, soll jetzt sein zum Beispiel grün, soll es für alle sein. Oder es soll für alle sein Magenta. Und was ich auch machen kann, hier hinten auch den RGB-Code angeben, also in, was haben wir zum Beispiel, FF, das wäre also volles Rot. Dann haben wir
Das wäre mal das Grün und kein Blau drin, dann hätte ich halt diesen Farbton. Also diese Möglichkeit, diesen RGB-Wert einzugeben, habe ich sowohl als Hexadezimal, beziehungsweise wenn ich jetzt weiß, ich habe ihn vielleicht anders berechnet, dann übergebe ich jetzt einen Vektor der Dimension 3 Kreuz 1 und dann wären als Werte, die ich zwischen 0 und 1 erwarte, also für den Rotkanal machen wir mal 0,5, für den RG, also für den Grün, 0,5 und 1,0. Und dann habe ich jetzt auch dementsprechend diesen Farbwert, der jetzt ein bisschen blau dominant ist, aber nur eine halbe Kanalstärke für mein Rot und für mein Grün. Also hier kann ich meine Standardwerte vorgeben als Hexadezimal, als auch als Wert zwischen 0 und 1. So viel dazu. Und wenn ich hier schon an den Daten rumspiele, dann kann ich mir natürlich noch anschauen, das hatte ich gerade schon in der Help-Funktion gesehen, einmal Marker Size. Und dabei kommt es hier jetzt nicht auf die Groß- und Kleinschreibung an. Also dieses wird automatisch dann, bevor ich jetzt meine Case-Abfrage intern mache, wird es alles auf Klein oder Groß automatisch gesetzt, so dass es nicht entscheidend ist. Und jetzt kann ich den Marker Size einfach mal auf 12 setzen. Und da hätten wir jetzt diese Marker Size und ich könnte jetzt die Line Width, also die Liniendicke, könnte ich jetzt auch nochmal variieren. Line WDT, Komma 12 ist sehr, sehr fett, also 3. Jetzt hätte ich also eine fette Linie und man sieht jetzt, dass die Liniendicke auch gleich nicht nur die Linie selber, auch sondern die Liniendicke beim Marker wieder modifiziert. So, jetzt möchte ich aber vielleicht das bei dem Marker nicht machen, sondern nur bei dem. Dann kann ich das aber auch nicht, weil diese Größen dann eigentlich auch wieder auf die ganze Zeile oder auf einen ganzen Plotbefehl zugreifen. Dann muss ich das vielleicht etwas anders machen. Und zwar, vielleicht öffne ich dazu besser noch ein Skript. Also gehen wir hier auf. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Home, New Script. Okay, machen wir jetzt, erzeugen wir ein neues Skript. Gehen wir her, sagen jetzt ein Clear All. Was hatten wir schon alles? Wir hatten hier unten eigentlich mal uns Daten erzeugt. Das war jetzt ein D. Ups, zurück. Ein D hatten wir uns erzeugt. Das D war von 1 bis 31. Schreiben wir das hier oben hin. Dann hatten wir unser Temp. Hopp. Was wir jetzt auch übernehmen können, das war dieser Wert. So, also diese beiden Daten hatten wir gegeben. Und dann hatten wir jetzt die Plotbefehle von der Art. Und damit ich vielleicht, hier gehe ich jetzt auf das Aktuelle, wird erstmal gelöscht. Das können wir natürlich hier oben, schreiben wir jetzt hier hin, bevor wir jetzt plotten. Und das speichern wir jetzt erstmal ab, um das auszuführen. Und dann sagen wir einfach mal do it. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann erhalte ich jetzt diesen Plot. Also hier unten können wir nochmal alles löschen, was wir hatten. Und mache jetzt mein do it, das, was ich habe. Oder kann das jetzt auch mal so einfach löschen, mein do it. Dann habe ich jetzt wieder meine Grafik, die ich da hinpacke. Und jetzt haben wir Marker Size 12. Das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, und zwar mache ich hieraus jetzt zwei Plots, dass ich jetzt nacheinander erstmal nur dieses plotte. Also das ist ja hier das Quadrat. Das möchte ich die Marker Size, darauf bezieht sich jetzt die Marker Size. Und hier möchte ich jetzt gerne diesen Wert plotten. Die 1 brauchen wir nicht. Aber da hätte ich gerne, dass meine Line Width dementsprechend jetzt 3 ist. So, und jetzt führe ich diese beiden dann nacheinander auf. Und zum einen habe ich jetzt eine Fehlermeldung und zum anderen, wird nicht registriert. Aber wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich auf einmal meine Marker nicht, weil ich zwei Plotbefehle nacheinander habe. Wenn ich beide
nacheinander auf eine Grafik plotte und die erste Grafik soll erhalten bleiben, dann muss ich dem Programm sagen, okay, also hold on, jetzt überschreibe nicht alles, sondern behalte die letzte, und damit ich dann hinterher wieder auf normalen Zustand zurückkomme, ist eine gute Idee, dann auch wieder hold off zu machen. Also, dass wenn ich jetzt wieder einen Plot-Befehl habe, eigentlich die beiden vorherigen Grafiken dann auch erstmal wieder gelöscht würden. Wenn ich das jetzt ausführe, dann habe ich jetzt auch beide, also einen Marker mit der dünnen Linienweite und jetzt die Linie selber mit einer Dicke. Gut, das mag vielleicht dann, wenn ich jetzt hier da den Marker-Size durch einen Punkt ersetze, dann und diesen vielleicht auf 42 setze, dann kann ich jetzt das so in der Form machen. Und der Vorteil hier, ja, man sieht zumindest, dass man hier variieren kann. Also man Line-Width-Marker-Size kann man für jeden einzelnen Plot, für jeden einzelnen Graphen kann man das separat gestalten. Und wenn man diese dann übereinander legt, hat man auch die Wahlmöglichkeiten. Hier ist natürlich ein Unterschied. Die Punkte sind jetzt hinter den Linien, weil ich die Linien zuletzt geplottet habe. Das ist in dem Fall jetzt hier gegeben, weil es etwas Ebenes ist, dann wird es einfach als Layer oben drauf gelegt, weil ich keine Höhe habe. Ich könnte die beiden jetzt vertauschen, also jetzt hier nochmal den wegnehmen, kopiert und noch einmal drüber, beziehungsweise den nehmen wir hier, zack, und packen den hier hin. So, also habe ich erst die Linie und dann die Punkte, und wenn ich das dann so durchführe, habe ich dann die Punkte auf meine Linien. Das hat sich geändert aufgrund dessen, dass ich natürlich jetzt meine Zufallsdaten habe. Das also dazu, wie ich das jetzt alles gestalten kann. Als nächstes, was ich natürlich weiter betreiben, immer das, was wichtig ist, dass ich natürlich jetzt auch ein X-Label habe, also eine Bezeichnung an der X-Achse. Und da genügt es jetzt nicht einfach nur hinzuschreiben, dass es jetzt der Monatstag ist. Monatstag wäre eigentlich jetzt eine beliebige Variable. Ich möchte das ja nicht als Variable haben, die einen gewissen Wert hat, sondern ich möchte ja diesen Text plotten und deswegen einfach einen Hochstrich. Und wenn ich das jetzt nun ausführe, dann erhalte ich jetzt auch, dass hier unten der Begriff Monatstag steht. Und dann kann ich hier auch hingehen, Y-Label das genauso, und dann schreiben wir hin jetzt mal Temperatur. Und machen das zu, also das haben wir dann auch. Das ist auch wunderbar, das steht jetzt in diesem. Dann kann ich dem Ganzen auch noch einen Titel zufügen. Na gut, das wird natürlich im Englischen wahrscheinlich Titler heißen. Also Title, dann haben wir jetzt Temperaturverteilung in der Stadt X. So, im Monat Y. Und dann haben wir dieses hier oben auch nochmal zugegeben. Und wenn ich vielleicht mehrere Daten jetzt hätte, dann kann ich hier auch noch hinzufügen jetzt ein Legend. Und das sage ich jetzt hier einfach mal Ulm. Und dann erhalte ich jetzt auch zusätzlich noch eine Erklärung hier oben, dass für den Datensatz, der jetzt zuletzt gegeben ist, dass es jetzt gerade Ulm ist. So, also diese Möglichkeiten, jetzt X-Label nochmal zu verwenden, Titel zu platzieren und die Temperatur, dass diese Möglichkeit habe. Jetzt möchten Sie vielleicht die Legende, möchten Sie nicht die Legende hier oben hinsetzen, sondern vielleicht da unten rechts. Dann schauen wir uns einfach mal an, ob das vielleicht geht und ob das auch wohl beschrieben ist, also halb Legend. Und dann sehen wir hier, dass bei der Eingabe jetzt wohl man die Größe auch angeben kann, also Font Size. Das können wir gleich mal hier oben variieren und kopieren. Also jetzt, dass wir da auch die Font Size haben. Und genauso gut Orientation. Da kam jetzt, also Location, sei es irgendwie, ob ich das jetzt eventuell horizontal oder vertikal haben möchte, oder die Location. Und bei der Location kann ich dann hergehen, also das jetzt wieder als die, als jetzt brauche ich wieder ein Path zu diesem Location, brauche ich jetzt so etwas wie Northeast. Machen wir dann gleich die Strings mit kopieren. Und
Dann habe ich das North East, möchte ich aber jetzt nicht haben, sondern anstatt East ist natürlich kanonisch, dass ich jetzt hier West denn schreibe, dass ich das oben links haben möchte. Und andere Bezeichnungen sind dann natürlich dann Süd, West und Süd, Ost. Font Size wollte ich vielleicht etwas erhöhen, jetzt auf 24. Im Alter wird man ein bisschen kurzsichtiger, also haben wir das ein fettes Ulm. Das ist ja okay und genauso gut kann ich jetzt meine Font Size auch hierher gehen und sagen, also das warten wir hier das beim Monatstag und auch hier, dass wir das variieren. Also diese Spielmöglichkeiten hat man. Jetzt wird es schön groß und hübsch, so dass es vielleicht hier oben jetzt wieder nicht gut hinpasst. Also gehen wir jetzt dann mal unten in den Süden und versuchen das mal mit dieser Schreibweise und dann haben wir das schon mal alles wunderbar so erhalten. Also das sind so die ganzen Spielmöglichkeiten, die man hat. Jetzt gibt es also, man hat den Plot-Befehl, man hat noch zusätzlich, dass man jetzt gewisse Parameter ergänzen kann. Und jetzt möchte man aber vielleicht nochmal ein Gitter haben und Grid On, das könnte ich auch hier unten, erzeugt jetzt nun ein Gitter, was sich da hinterlegt, damit ich vielleicht gewisse Daten besser ablesen kann. Und jetzt ist aber vielleicht auch das, dass du explizit vorgeben möchtest, weil du dann vielleicht Grafiken über mehrere Monate vergleichen möchtest, dass eigentlich immer die Temperaturverteilung von 0 bis 35 Grad gehen soll. Und dazu gibt man jetzt hier dem Befehl Axis übergibt man einen Vektor und der besteht aus 4 Einträgen und das ist dann sowas wie Xmin. Dann haben wir Xmax. Y-Min und Y-Max. Also hier den linken Wert, den rechten Wert, links unten jetzt bei der Y-Achse, also rechts oben. Und dann gehen wir hier aus von, das sei jetzt 1 und der maximale Monats, das Daten wäre 31 und in Ulm kann es schon mal minus 20 Grad geben und naja, bis 40, damit man ein bisschen optimistisch ist und hat das Ganze abgedeckt und dann erhält man gerade diese Temperaturverteilung. Also das kann man auch dann sehr wohl alles so verwenden. Das Gegenteil von Grid Off ist dann halt, von Grid On ist Grid Off, was man dann einstellen kann. Und wenn du vielleicht auch die Achsen nicht haben möchtest, dann ist auch so, die ganze Achsen sollen möglicherweise wegfallen oder du möchtest sie wieder zurückhaben, dann Axis Normal, dann haben wir sie wieder gegeben, beziehungsweise Axis On, das On wird auf Axis Off, wird durch Axis On wiedergeholt und das Axis Normal war das, was man normal erhält, dann ich könnte auch dazu übergehen, dass ich sage jetzt Axis Equal, denn man hat ja hier, das ist das, was man erhält. Jetzt wird das Axis eigentlich ein bisschen überschrieben, denn die minus 1 ist jetzt hier nicht mehr gegeben. Aber jetzt ist hier die Länge von 0 bis 10 ist genau die gleiche Länge, wie sie hier auch gegeben ist. Also die Achsenskalierung bezüglich der X-Achse ist jetzt auch die gleiche bezüglich der Y-Achse. In dem Fall macht es jetzt hier nicht so viel Sinn, so dass man wieder in dieser Darstellung auch bleibt. So, also was haben wir jetzt gesehen? Man ist jetzt in diesem Plot. Man macht erstmal ein Clear Figure, das ist also alles, was vorher drin ist, dann mal so ähnlich wie bei Clear All, das bezieht sich auf die Variablen. Hier bezieht sich das auf die aktuelle Grafik. Und jetzt siehst du, hier ist Figure 1. Und jetzt kann man natürlich auch dazu übergehen, vielleicht mehrere Grafiken zu haben. Deswegen legen wir hier an Figure. Und machen das und immer wenn ich das jetzt ausführe, dann aha, hatte ich eine neue Grafik. Jetzt machen wir das nochmals. Wo waren wir jetzt hier bei Home? Dann machen wir jetzt hier bei, führen das nochmal aus. Und dann habe ich nochmal eine Grafik. Immer wenn ich Figure aufrufe, erhalte ich ein neues Grafikfenster. Das möchte ich nicht haben. Also ich möchte immer auf meine Grafik 1 plotten. Und dann sehen wir, springt es auch automatisch, wenn ich es jetzt aufrufe, auf meine Grafik 1. Und es kann natürlich, und die wird jetzt gelöscht. Und jetzt möchtest du vielleicht auch nochmal eine weitere Grafik jetzt verwenden und die soll halt nicht verworfen werden. Dann gehen wir jetzt auf Figure 2.
Du könntest auch Figure 21 nehmen, wenn du vielleicht speziell jetzt aufteilst, gut, Figure 1 bis 10 sind deine linearen Graphen, 21 ist dann halt irgendwie, jetzt machen wir hier einen Pie-Chart hin, Pi 3, was hatten wir da, irgendwelche Daten, 5, 6 und dann nehmen wir mal random von 4,1. So, dann brauchen wir ja die eckige Klammer nicht und das machen wir dann wieder zu. Und das wäre halt diese Grafik, die du jetzt erhältst. Also dann haben wir jetzt hier diese, die ich da jetzt reinklicke und das ist jetzt Grafik 1. Also die Nummer, die kannst du selber variieren und kannst jetzt aber auch hier in der Reihenfolge, wenn du es gerne haben möchtest, verschieben. Die beiden mache ich jetzt einfach weg und wann immer ich das jetzt durchlaufen lasse und kannst jetzt hier wieder, damit du am Ende gleich weißt, dass du jetzt wieder mit Figure 1 auf diese zugreifen möchtest, lässt es durchlaufen. Also es wird jetzt Figure 1, dann hat er Figure 21 geplottet, das hast du vielleicht gerade gesehen, und dann springt er wieder auf Figure 1, also das ist jetzt wieder die aktuelle Current Figure. Und gut, da so diese Spielmöglichkeiten hätte man halt, um Plots zu erzeugen. Vielleicht kurz noch zum Ende, dass man jetzt hier vielleicht mal noch einen Text eingeben möchte. Man ist jetzt in diesem aktuellen Fenster und dann kann man jetzt mit Text. Und vielleicht möchten wir das jetzt an diesem Wert hier angeben, dann wären wir bei 10,25, also bei 10,25, da möchten wir jetzt hingeben, Sommertag. Und dann schreibt er dieses hier rein, das ist uns wieder zu klein, also machen wir wieder den Parameter mit dem entsprechenden Wert dazu. Gehen wir hier unten hin, da können wir das hinschreiben. Und 24, dann haben wir den Sommertag jetzt drüber geschrieben. Und also bietet sich das an, er hier dann reinzupacken, dass wir das hier unten drunter schreiben. Und dann haben wir jetzt die Grafik, die wir gerne haben möchten. So. Am Ende des Tages möchtest du natürlich jetzt deine Grafik auch ausdrucken. Und da ist die Frage, wie macht man das? Ja, das machen wir mit dem Befehl Print. Print, na, was möchte ich jetzt gerne ausgeben, beziehungsweise welches Format möchtest du haben? Also wir möchten gerne haben, das Device ist denn mal ein, wir möchten ein PNG haben und die Datei soll halt heißen Sommertag. Gut, und das genügt mir jetzt schon. Was passiert jetzt? Jetzt gehe ich in mein aktuelles Verzeichnis und dann sehe ich jetzt hier Sommertag.png hat er erstellt. Also ich muss hier nicht explizit noch meine Endung dazu packen. Jetzt mache ich rechten Mausklick, Open Outside MATLAB, denn wir wollen ja diese AS oder diese Datei nicht im ASCII-Code hier links sehen. Also muss ich sie jetzt öffnen und jetzt sehe ich hier, dass ich meine Datei erhalten habe. Gut. Und was gibt es jetzt hier bei diesem Print-Befehl noch zu berücksichtigen? Also help print nochmal, dass man, schauen wir uns das nochmal an, also man hat jetzt diesen Befehl. Man könnte genauso gut auch hergeben und jetzt hergehen print file name, also weil es eine Funktion ist, Filename übergeben als String und den dementsprechenden Formattyp. Oder in der Form, wie ich das gerade verwendet habe, also gleich die Begriffe hintereinander setzen. Das ist jetzt hier so ein Sonderfall für den Print-Befehl. Also minus d, dann das Ausgabeformat und den Dateinamen. Und dabei ist nun zu berücksichtigen, was kann man hier alles machen, also welche Formate kann man alles eingeben. Und dann gehen wir am besten in das Doc-Format. Also gehen wir jetzt in Doc-Print. Und ich ignoriere einfach mal gerade das Telefon, weil ich die Aufnahme nicht wiederholen möchte. Und bei den Print-Befehlen siehst du hier, dass man die Möglichkeit hat, das Ganze als JPEG auszugeben, als PNG, als TIFF, als BMP, als dementsprechend als PDF, als Apps, also vielerlei Formate, die du standardmäßig wählen kannst. Ja, also ich hoffe, das war dir ein guter Überblick und das hilft dir weiter. Also, mach's gut, ciao, ciao.